Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 21 Video hier auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Wir werden heute die Koke Packs öffnen. Ist doch Koke, oder? Genau, wir werden uns heute die 112er Koke Packs gönnen. Ich öffne die ersten beiden so, weil ja, man bekommt halt hier erstmal Arcade-Punkte, 200, die sind wichtig. Und man bekommt halt hier nochmal 1000 Retro-Punkte. Und genau, deshalb werde ich mir auf jeden Fall die beiden Packs holen. Weiter werde ich dann jetzt nicht öffnen. Man kann halt hier noch so Münzen bekommen. 1 Million. Und hier gibt es auch nochmal 5000 Kaugummi-Punkte. Ja, die würden auch eigentlich schmecken, aber nee, so weit will ich nicht öffnen. Hier gibt es unter anderem noch einen Alisson Player of the Month von damals noch. Ja, aber brauche ich jetzt eigentlich auch nicht, weil ja, ich versuche mir ja Yashin zu ergattern. Ob das Ganze noch so klappen wird, weiß ich nicht. Können wir aktuell gucken, ich muss ja noch ein bisschen spielen. Ja, mir fehlen ja noch viele Punkte. Das Event geht ja auch noch ein paar Tage. Genau, in der Ratsdezentrale kann ich dann noch bald die nächsten Spieler mir abholen. Das war auch eine wilde Angelegenheit. Und genau, Freunde, ganz genau so sieht's aus. Arcade gerade habe ich bisher noch nichts geöffnet. Da spare ich ja immer noch. Entweder auf einen geilen Livestream oder ein Video, muss ich halt wie gesagt nochmal schauen. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Da werden auf jeden Fall viele Packs rausgehauen. Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Angelegenheit. Und genau, Freunde. Ja, weiter. Retro Star Pass bin ich aktuell ja weit. Also ich bin bald fertig. Ich kriege hier auch nochmal 6000 Punkte. Retro Punkte. Das ist auf jeden Fall auch geil. Eine Reus kriegt man hier auch nochmal. Den werde ich, denke ich mal, verkaufen. Weil ich habe ja meinen Sinn, den sie da vorne drin im ZOM. Und ja, der ist deutlich besser. Und genau, ich werde auch mal schauen. Ich glaube, wenn ich dann Henderson habe und wie geil davon kaufen kann, werde ich, denke ich, mal nochmal ein Team-Upgrade machen, Freunde. Ja, ich glaube, so mache ich es. Können wir nochmal ein paar Skill-Boosts verbessern, den anderen Spieler vielleicht hochtrainieren oder einen Rang verbessern. Und genau, so ist auf jeden Fall der Plan. Und genau, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal schnell rein. Ja, wir gehen jetzt mal ganz gechillt in die Koke-Packs, Freunde. Also wie gesagt, die ersten beiden werde ich mir die schon wieder nur holen. Ich würde sagen, ich kaufe mir mal das erste. Mal gucken, vielleicht ist er ja drin. Wir schauen. So, Freunde, erstes Pack ist am Start. Die Chance liegt natürlich über 1%. Ich hatte ja daraus mal Rest gezogen. Vor 2-3 Wochen. Irgendwie 4 Wochen. Ist schon ein bisschen her. hatte ich ja mal Rest gezogen und ja, mal schauen, vielleicht ist ja Koke drin, Freunde. Vielleicht ist ja Koke drin, ich drücke drauf und wir ziehen keinen Koke. Keinen Koki Moki, aber 200 Arcade-Token nehme ich auch gerne mit. Und by the way, ich würde, glaube ich, Koke sogar spielen. Ja, nee, obwohl, nee, weiß ich eigentlich gar nicht. Wenn ich ihn ziehe, dann kann ich mir Gedanken drüber machen, Freunde. Zweites und zugleich letztes Pack für heute. Und genau, ich drücke drauf. Let's go. Und mal gucken, haben wir einen Koke? Nein, wir haben keinen Koke. Schade. Egal, 1000 Punkte nehme ich auch gerne mit. 4650 haben wir jetzt aktuell. Ist auf jeden Fall auch ganz solide. Und ich würde sagen, wir machen hier nochmal im Wochen mit Wahnsinn. Können hier nochmal ein Spiel spielen. Ich habe noch kein. Oh, ich bin. Ja, ich habe jetzt noch nicht hier so durchgegrindet, aber ich hatte auch wenig Zeit aktuell dafür. Ja, aber ich brauche sowieso eigentlich keinen von den Spielern. Wenn schon, verkaufe ich die halt, ne? Aber gut. Mal gucken. Und wir machen jetzt mal, wo ist das Angriff? Mal gucken, was wir für einen Gegner bekommen. Okay, 174, 520 Chemie. Chemie ist bei ihm viel, viel besser, aber von der Guess-Bewertung her sollte ich doch die besseren Chancen haben. So sieht's auch aus. Wir haben 40 tolle Chancen, er hat 20% tolle Chancen. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Auf jeden Fall, Freunde, meine Chemie. Ich muss wirklich auf meine Chemie gehen. Also ich werde, denke ich mal, jetzt erstmal keine Bonus-Guess mehr durch Vorteile holen, sondern alles auf Chemie. Ich brauche eine bessere Chemie, Freunde. So, ich sag so, wie es ist. Sehen Sie dann, komm, 1-0. Sehen Sie dann, komm runter, Robert. Na, schade, Timo, komm, Junge. Timo, nick ihn ein, jawohl, 2-0. Der Start ist auf jeden Fall schon mal gut, Timo, 3-0, wichtig. Wichtig. Sehen Sie dann, komm, Junge, Farm, Advanced Rainbow. Ah, Van Dijk bleibt hartnäckig, ja, Van Dijk gewinnt am Ende auch das Duell. Komm, sind die dann jetzt aber 4-0, wichtig. Robert Lewandowski, jawohl, 5-0, komm, Neuhaus, Werner, jawohl, sehr nice.
6:0. Komm, sehen Sie dann, jawohl, vorbei und er macht ihn rein, 7:0. Okay, okay. Er sieht sehr gut aus, Freunde. Also der Gegner ist irgendwie, keine Ahnung, schlecht oder, keine Ahnung, jetzt macht er ein Tor. 8:1. Und wenn wir 15 Tore werden wir, glaube ich, nicht schaffen. Dazu ist der Gegner dann auch ein bisschen zu gut, also vom Team her an sich. Komm, Werner, 9:2. Sehr gut. Komm, Werner geht vorbei an Izzo. Izzo geht, jawohl, Werner geht vorbei an Izzo, aber Izzo kann ich noch aufhalten. Na, belasten. Komm, Becke macht zweistellig, jawohl, 10:2. 10:2 sind sie dann. Jawohl, sind sie. Macht hier nochmal das 11. Jawohl, 11:2 gewinnen wir, Freunde. Sehr, sehr nice. So, das gefällt mir auf jeden Fall. Jawohl, jetzt lebt sie noch. Jawohl, jetzt haben wir aber den Sieg. 11:2 sind, haben wir jetzt auch die ersten 10 Punkte bekommen. Ja, mal gucken, wo ich hinkomme, ob ich mir einen Ndidi hole oder Milik. Muss ich schauen, also Arnold und Hazard werde ich sowieso nicht bekommen, Freunde. Da ist der Grind zu groß. Da habe ich wenig Zeit für, Freunde. Aber ja, das war's gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns natürlich morgen wieder. Bis dahin, Freunde. Haut rein und ciao.